Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Eternal Eyes. Ja, wir haben jetzt zwei Stockwerke im verlorenen Wald schon mal hinter uns gebracht oder zwei Ebenen und haben beim letzten Mal Metallhämmer bekommen. Und man sieht, wir können unsere Attack damit auf jeden Fall ganz, ganz massiv pushen. Aber dafür wären unsere Leute natürlich extrem langsam. Man sieht auch Speed, minus 2 wäre dann schon. Das ist ein bisschen arg wenig. Aber macht ja nichts, da wir zwei haben, kann Rovan eigentlich auch noch einen bekommen. Und damit ist deren Attack wenigstens richtig schön hoch, sodass sie auch, wenn sie mal draufhauen, auch gut Schaden machen. So müssen wir wenigstens nicht die ganze Zeit zaubern. Gut, Ende. Gehen wir nach Ebene Nummer 2, Stockwerk Nummer 2, Unterholz Nummer 2? Ich weiß es nicht. Und was kriegen wir denn da jetzt als Gegner? Feuerwespen oder was das ist, wenn ich es richtig sehe, und Bäume. Ja, es ist mein Zug, das weiß ich. Deswegen darfst du dir auch die ganz tolle Wand da hinten wieder angucken, Luke. Mit der wirst du mit Sicherheit viel, viel Spaß haben. So, stürmen wir gleich mal direkt nach vorne, dass wir ihnen gleich mal zeigen können, wo der Hammer hängt. Und für Provan gilt natürlich das Gleiche. Er kann sogar noch weiterlaufen. Wow. Oder schweben. Wahrscheinlich kann er sich deswegen weiter bewegen. So. Und dann kommt, zeigt mal, was ihr habt. Bäume. Tatsache. Lebende Bäume. Unsere tollen. Ja, wie gesagt, irgendwie Feuerwespen oder was das sein sollen. Klatsch. 12 Schaden. Das machen gar nicht so wenig. Mal schauen, was wir gleich mit unserem tollen Hammer da dann ausrichten können, den wir jetzt beide tragen. Die Bäume sind ein bisschen feige. Die wissen, dass wir mit Feuerzaubern hier rumhantieren. Na gut, wie gesagt, die dürfen jetzt eigentlich, wenn sie den Metallhammer tragen, müsste der Nahkampfschaden eigentlich so verdammt hoch sein, dass wir uns hier eigentlich nicht wirklich Sorgen machen müssen. Luke, in die Ecke und schämen. So, dann hauen wir gleich mal drauf und schauen mal, wie viel Schaden wir jetzt mit unserem tollen Hammer machen. 45, das ist nicht wenig eigentlich. Wenn er es bedenkt, hätte er beide gehabt, hätte er dann gewone-shottet, hundertprozentig. Gut, du wartest. Und du kannst dir jetzt mal den Killing Blow holen, also sprich den Todesschlag, damit du auch mal ein bisschen mehr EP kriegst. Okay, den Todesschlecker. Auch gut. 57. Halleluja, machst du einen Schaden. Ja, dann haben unsere lieben Bäumchen, die da kommen. Können aber auf eine gute Distanz zaubern. Klatsch. Ein Energiestoß, aber der hatte jetzt schon einen guten Bums dahinter. Kommt da von dir jetzt auch noch? Natürlich. Und dann auch noch auf unser Schaf. Klatsch. 8. Ja, okay, das ist zu verkraften. Wir werden hier gerade echt ein bisschen unter Druck gesetzt, habe ich das Gefühl. Hier müssen wir echt aufpassen. Sonst verlieren wir Povern hier noch. Och nö, es kommt. Och Mensch. Ich hasse Gegner, die permanent nur auf Schatztruhen zerstören aus sind. Das ist unfair. Na, du darfst warten. Gut, wir bewegen uns, würde ich sagen, direkt nach vorne, um da ein bisschen den Weg dicht zu machen. Könnten eigentlich den Baum da hinten wahrscheinlich sogar. Na, wird nicht reichen. Wird nicht reichen, auch wenn es ein Feuerzauber ist. Aber zumindest schon mal anschädigen. Gut, dann wartest du und Provan. Darf dann auf jeden Fall mal. Ist das klug? Ach komm, riskieren was. Darf dann vorfliegen und den Baum mal ganz gemütlich abschlecken. Zip. Das war es dann zumindest für den schon mal. 64 EP und ein Level Up. Das kam uns jetzt natürlich sehr, sehr gelegen. Weil dadurch haben sich seine HP und MP wieder vollständig aufgefüllt.
Das macht die ganze Sache in dem Kampf natürlich jetzt wesentlich einfacher. Gott sei Dank. Was zum? Geh weg! Macht Schaden, na okay, das ist jetzt nicht die Welt. Und der will sich ja nicht bewegen. Und du hast ja nach unserem Schaf gefressen. Nein! Moskau! Okay, er lebt noch. Gott sei es gedankt. So, dann wird es jetzt aber wohl schon fast Zeit, dass er mal sicherheitshalber so eine komische Reis... Okay, wir können auch nur Gegenstände natürlich auf Leute in unserer Nähe einsetzen. Ach komm, wenn der Gegner schon so vor uns steht. Verpass ihm einfach mal eine mit einem tollen Holzschwert. 14 Schaden. Den könnten wir sogar noch besiegen mit ihm. So. Warte. So, dadurch, dass du natürlich keine Gegenstände verwenden darfst, ist das natürlich sehr, sehr ungünstig. Und da du eh so gut wie K.O. bist, gibst du jetzt unserer lieben Biene dann nochmal die Kelle. Ja, für ein Level-Up hat es leider nicht gereicht, das wäre jetzt sonst der Trick nämlich gewesen. Gut, muss unser Schaf halt die Biene da wegmachen. Aber von hinten schön abgeschleckt und dann war es das nämlich auch schon wieder für die. 42 EP, das ist eigentlich okay. Aber ich kann mich da nicht rüber bewegen. Das heißt, ich muss jetzt hier wohl mal außen rumlaufen. Zack, 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 zack. Dann kann er da mal warten. Ich hätte Povan noch... Ach, nee, nicht Povan, Moskau mal wegbewegen können. Aber dadurch, dass Povan jetzt vorne steht, geht unser liebes Bäumchen natürlich lieber auf den los. Und hier hinten in der Ecke findet dann noch das epische Duell zwischen dieser Feuerbiene und unserem lieben Luke statt. Wobei ich aber sagen würde, Luke sollte eigentlich keine Probleme haben, die auf Dauer dann zu plätten. Weil er erstmal mehr Max-HP hat, also sie den Kampf irgendwie auch mehr Schaden machen. So, du wartest. Und hier würde ich jetzt aber ganz ehrlich mal... Magie müsste eigentlich darüber reichen. Jo, reicht. Damit gibt dann der Baum den Geist auf. Weil dann ist Povan nämlich gleich noch dran. Oder Povan oder wie auch immer. Und er dürfte dann eigentlich den Gegner ohne Schwierigkeit einfach zu Tode schlecken. Wie gesagt, warum Magie ausgeben, wenn man auch extrem hart zuschlagen kann? Nämlich ungefähr so. Puff. 56 EP, das gab dann gleich nochmal ein Level-Up für unser Schäfchen. Und wieder warten. Oh Mann. Ja, das Duell der unsinnigen Kräfte da. Gut, jetzt stellen wir aber einfach mal auf Auto. Für die beiden, wir riskieren es jetzt einfach mal. Und Luke, nein, du haust dich nicht selber, du haust bitte diese komische Biene, Wespe, was auch immer, dieses Insekt da vor dir. Hey, wir haben ein Level-Up. Man könnte natürlich theoretisch auch Luke zu dem absoluten Oberhammer-Nahkämpfer heranzüchten, das ist klar. So, du wartest, die anderen beiden laufen eh auf Auto. Und jetzt sieht man nämlich schon, was ich meine. Das ist jetzt nur mal, um es zu demonstrieren. Puff. Achso, wenn unsere Leute, wenn unsere die kaputt schlagen, dann kriegen wir den Inhalt der Truhen trotzdem. Alles klar. Gut, dann passt das natürlich alles so. Das Schöne an der Sache ist natürlich, dass es so jetzt wesentlich schneller abläuft. Wie gesagt, ich persönlich halte eigentlich nichts davon, die Truhen im Kampf zu öffnen, nur um die Steine zu kriegen. Oder was auch immer sich in den Schatztruhen versteckt. Aber gut, wenn sie meinen, sie müssen es machen. So, wir hatten ein Level ab 13. Reicht das? Jo. Schön. Kriegt Luke noch ein bisschen mehr Erfahrung. So, du darfst warten. Ja,
unser lieber Moskew geht lieber erstmal los und macht Kisten auf, anstelle von zu kämpfen. Red Power, ja, klar. Ich weiß. Und Powan auch noch. Hauptsache, ihr öffnet erstmal alle Kisten, bevor ihr euch da hinten irgendwie Richtung Gegner auf den Weg macht. Vaters Ohrfeige. Bitte was? Wir haben echt einen Gegenstand mit Namen Vaters Ohrfeige? Was zum Geier? Muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Vaters Ohrfeige. Papas liebevolle Strafe für seinen ungezogenen Sohn. Erhöht die Angriffskraft. Gut, das heißt also, wir können uns selbst in der Angriffskraft im Kampf boosten, indem wir uns selbst ohrfeigen. Verstehe ich das richtig? Och, Leute. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wir gehen hin und wir ohrfeigen uns selber. Oh Mann. Na ja, klar, die ganze Zeit versteckt sich der Baum da hinten, aber wenn er dann natürlich in die taktische Position kommt, dann gibt es auf einmal Kellen oder was. Spinnerbaum da. Gut, bewegen wir uns jetzt mal einfach weiter in Richtung des Gegners. Warten. Die beiden machen sowieso jetzt den Rest. Okay, schwebt da ganz hinten in die Ecke. Stimmt, wenn ich mich nicht vertue, könnte es sein, dass unsere lieben Jungs nicht zaubern, wenn sie auf Auto stehen. Bin ich mir jetzt aber gerade auch ein bisschen unsicher, ganz ehrlich. Und er haut ab, bleibt aber trotzdem in Angriffsreichweite. Ja, die Bäume greifen auf Distanz an, können dafür aber im Nahkampf nicht angreifen. Deswegen rennen die natürlich immer so, dass sie in eine taktisch gute Position kommen, aus der sie angreifen können, ohne selbst großartig angegriffen zu werden. Aber jetzt müssten wir ihn eigentlich kriegen. Na komm, Moskew, mach ihn fertig. So, hoffentlich hat das jetzt für... Ja, es hat noch für ein Level-Up gereicht. Gut, damit ist er dann noch wieder geheilt. Na, guck mal, was haben wir denn da noch? Ja, ja, einen weißen Machtkraftball, was auch immer. Und einen gelben Weisheit. Alles klar. Und 223 Bonuserfahrung und 321. Okay. So. Und jetzt könnten wir eigentlich auch schon ins nächste Stockwerk. Irgendwie gehen die Videozeiten immer so schnell rum. Merkt ihr das auch? So 10 bis 15 Minuten für ein einziges Kampffeld. Oh Mann, da muss ich mir noch mal überlegen, ob wir da noch nicht doch etwas längere Aufnahmen machen. Denn jedes Video ein Kampffeld ist für euch natürlich auch nicht unbedingt so sehr das Pralle. Aber müsst ihr wissen, ihr könnt es mir gerne mal schreiben in den Kommentaren, wie ihr es lieber haben wollt. Ob ich die Videos mal auch auf 30 Minuten dann erhöhe und dann vielleicht auch mal zwei Kampffelder hier auf einmal machen kann oder soll, beziehungsweise dass ich halt nur wirklich pro Video im Durchschnitt auf ein Kampffeld komme. Eben aufgrund dessen, weil die Teile doch ein bisschen Zeit beanspruchen. Aber wie man sieht, wir können das noch zu Nummer 3, aber das erst im kommenden Video. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.